Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum sechsten Kapitel dieser Vorlesung und da geht es um die Sprachspiele der Mathematik. Und zunächst über Turing und Wittgenstein. Im Frühjahr 1939, als der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schon sehr knapp bevorstand, da leistete sich die Universität von Cambridge den Luxus, die Vorlesung zum Orchideenfach Grundlagen der Mathematik gleich doppelt anzubieten. Die beiden Vortragenden waren aber nicht irgendwer. In jeder Liste der wichtigsten Denker des 20. Jahrhunderts stehen Wittgenstein und Turing weit vorne. Ludwig Wittgenstein war damals 50, Turing noch keine 30. An Wittgensteins Biografie ist alles spektakulär. Der Vater war einer der reichsten Männer Europas gewesen. Ludwig wandte sich zunächst der Aeronautik zu. Im Jahr 1912 begann er dann als junger Ingenieur ein Zweitstudium der Philosophie in Cambridge bei Bertrand Russell und George Moore, den Vätern der analytischen Philosophie. Und schon nach wenigen Monaten diktierte ihnen Wittgenstein seine Gedanken in die Feder. Später zog er sich in eine einsame Hütte in Norwegen zurück, um seine Überlegungen zur Logik weiter zu verfolgen. Sein Vater starb und Ludwig erbte ein Riesenvermögen, so wie seine Geschwister, von denen übrigens drei Brüder Selbstmord begingen. Der Erste Weltkrieg brach aus und Wittgenstein meldete sich freiwillig. Als Frontoffizier schrieb er seine logisch-philosophische Abhandlung zu Ende. In ihr verkündete er, die Probleme der Philosophie im Wesentlichen gelöst zu haben. Nach Kriegsende verbrachte er ein Jahr als Kriegsgefangener in Italien und dann kehrte er nach Wien zurück, trennte sich von seinem riesigen Vermögen und wurde Volksschullehrer im hintersten Winkel von Niederösterreich. Philosophieren wollte er nicht mehr. Er hatte ja die Probleme gelöst. Nach vielen Hin und Her erschien dann auch seine Abhandlung als Tractatus Logico Philosophicus. Der Wiener Kreis, eine bahnbrechende Gruppe von Philosophen und Mathematikern, versuchte mit ihm Kontakt aufzunehmen, jahrelang ohne Erfolg. Wittgenstein war ein hochmotivierter Lehrer, aber leider kein Pädagoge. Er prügelte seine Schüler, bis dann einer von ihnen tatsächlich K.O. ging. Und das bedeutete natürlich das abrupte Ende der sechsjährigen Laufbahn Wittgensteins als Lehrer. Er kehrte nach Wien zurück und baute für seine Schwester ein Stadthaus. Und dann gab er endlich dem Drängen des Wiener Kreises nach und begann mit einigen von ihnen wieder zu diskutieren. Offenbar gab es doch noch etwas zu tun in der Philosophie. Im Jahr 1929 kehrte Wittgenstein, jetzt bereits 40 Jahre alt, nach Cambridge zurück und holte das Doktorat nach. Und als Dissertation legte er seinen Tractatus vor, der damals bereits einen legendären Ruf hatte. Wittgenstein schrieb und diskutierte während der 30er Jahre unermüdlich in Cambridge sowie in Wien, doch er veröffentlichte zu Lebzeiten nichts mehr. Er war bereits eine Legende oder besser gesagt ein Mythos, den nur wenige durften ihn sehen, als er, jetzt schon Professor für Philosophie, seine Vorlesung über die Grundlagen der Mathematik ankündigte. Nur eine Handvoll auserwählter Jünger durften daran teilnehmen. Und außerdem eben der junge Alan Turing, ein Mathematikgenie, das sich bereits durch die Lösung von Hilberts Entscheidungsproblem Weltruf verschafft hatte. Turing selbst hielt zur selben Zeit auch eine Vorlesung zu den Grundlagen der Mathematik. Turing musste schwören, zu allen Vorlesungen Wittgensteins pünktlich zu kommen. Zu einer konnte er dann doch nicht erscheinen und Wittgenstein bemerkte sauer: Leider kann Turing bei der nächsten Vorlesung nicht anwesend sein und daher wird diese Vorlesung etwas beiläufig werden, parenthetical. Es bringt nichts, wenn mir alle anderen zustimmen und Turing das nicht getan hätte. Man sieht daraus, dass Turing nicht immer zustimmte.
Und die Wechselrede mit Turing bestimmte einen großen Teil von Wittgensteins Vorlesung. Es konnte dann etwa so ablaufen. Wittgenstein fragt Turing, how many numerals have you learned to write down? Turing antwortet, vorsichtig, well, if I were not here, I would say countably infinite. Und Wittgenstein, how wonderful to learn infinitely many numerals and in so short a time. Turing war ja noch so jung. Und Turing gibt zu, I see your point. Und Wittgenstein prompt, I have no point. Und so ging das weiter. Übrigens sollte sich erst viele Jahrzehnte später herausstellen, warum Turing diese eine Vorlesungsstunde Wittgensteins schänzen musste. Turing war an dem Tag zu einem Vorstellungsgespräch beim britischen Geheimdienst geladen. Denn der Geheimdienst, der legendäre MI6, wusste, dass er im kommenden Krieg Mathematiker brauchen würde, um den deutschen Wehrmachtscode, das berühmte Verschlüsselungssystem Enigma, zu knacken. Und als dann der Krieg ausbrach, geschah genau das im Bletchley Park. Im Zug dieser dramatischen Entwicklung, die den Stoff für etliche Bücher und Theaterstücke und Filme geliefert hat, bauten Turing und sein Team riesige elektronische Rechenmaschinen. Colossus ist die bekannteste. Und daraus entstand dann eine der Grundlagen für die programmierbaren Computer in den frühen Nachkriegsjahren. Das Interessante an den parallelen Vorlesungen von Turing und Wittgenstein war, dass sie so grundverschieden waren. Turing trug vor, was eben in Fachkreisen gemeinhin als Grundlagen der Mathematik gilt. Gödels wichtigste Entdeckung, der Unvollständigkeitssatz, mag erst 10 Jahre zurück, wir werden darüber natürlich noch hören. Turings Lösung des Entscheidungsproblems 6 Jahre später konnte getrost als der nächste wichtige Fortschritt gesehen werden. Es ging also bei Turings Foundations of Mathematics ganz klassisch um die Logisierung der Mathematik und die Mathematisierung der Logik. Wittgensteins Vorlesung befasste sich mit den Grundlagen der Mathematik in einem ganz anderen Sinn. Er hat ganz ausdrücklich gesagt, meine Aufgabe ist es nicht, über den Gödelschen Beweis zu reden, sondern an ihm vorbeizureden. Wittgenstein sah seine Philosophie der Mathematik lange als seinen wichtigsten Beitrag an. Heute wird es vielleicht nicht mehr so gesehen, da zählt er vor allem als Begründer der Sprachphilosophie. In den 30er Jahren hatte Wittgenstein den Begriff des Sprachspiels entwickelt. Eine Methode, um jede sprachliche Äußerung im Zusammenhang mit ihrer Verwendung zu verstehen. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache, meinte er. Und er sagte, ich werde das Ganze der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verbunden ist, als Sprachspiel bezeichnen. Jedes Spiel hat Regeln, die sind zum Teil den Spielern vielleicht gar nicht bewusst. Das gilt eben auch für die Sprachspiele. Wir können hier nicht Wittgensteins Gedanken zur Mathematik analysieren. Das wäre eine Heidenaufgabe, für die 10 Semester wahrscheinlich nicht ausreichen würden. Aber wir können seinen Zugang verwenden, die Mathematik als eine Sprache betrachten. Oder genauer als eine Familie von Sprachspielen ansehen. Nicht? Stellen wir uns vor, wir landen wie Volkskundler an einer fremden Küste des Archipels Mathematik. Wir beobachten dort, wie die Eingeborenen, also die Mathematikerinnen und Mathematiker miteinander kommunizieren. Vielleicht hilft uns das, diesen sonderbaren Stamm besser zu verstehen, die Regeln, an die er sich hält, zu begreifen und gewissermaßen seine Lebensform kennenzulernen. Auch dieser Ausdruck ist von Wittgenstein.